Hallo liebe SC Paderborn 07 Fans, ich begrüße euch wieder mal recht herzlich bei einer neuen Runde, in der wir wieder neue Spieler vorstellen. Heute haben wir einen alten Bekannten eigentlich bei uns, den Leon Brüggemeier. Hallo Leon, grüße dich. Und einmal den Sebastian Vasilades, auch 20 Jahre dabei, auch neu. Sebastian, du kommst vom VfR Aalen und Leon Brüggemeier, du hast die Jugend von Paderborn durchlaufen und deine letzte Station war halt Hertha BSC, richtig? Ja. Sehr gut. Ja, 4 Tage sind quasi rum, ihr hattet 4 Tage jetzt frei gehabt. Da bleibt mir natürlich nichts anderes zu fragen wie, was macht man, wenn man Profifußballer ist in seiner Freizeit in diesen 4 Tagen? Vielleicht fängst du mal an, Leon, und erzählst uns mal, was du am Wochenende getrieben hast. Ja, ich glaube, die ersten 2 Wochen waren schon sehr intensiv jetzt. Und die 4 Tage konnte man ganz gut nutzen, um mal abzuschalten. Nicht wirklich viel gemacht. Natürlich hat man auch noch den einen oder anderen Lauf in den 4 freien Tagen. Da ist ja auch nicht alles frei. Aber sonst eigentlich nur regeneriert. Sehr gut. Sebastian, wie war das bei dir? Ja, ich bin heimgefahren. Die Möglichkeit gibt es ja nicht so oft. Hab die Zeit mit meiner Freundin verbracht, mit der Familie, mit Freunden. Und ähnlich wie Leon habe ich regeneriert und meine Läufe absolviert. Sehr schön, dann seid ihr quasi topfit, um in die nächste Trainingswoche zu starten und topfit, um uns vielleicht bei unserem Format die nächsten Fragen zu beantworten. Ich hatte das jetzt schon mal öfters den Zuschauern erklärt, für euch nochmal ganz kurz. Ich habe hier 4 Fragen, die stellt ihr euch bitte gegenseitig. Einer zieht die Frage, liest die Frage den anderen vor und dann gucken wir, was bei rauskommt, okay? Ich würde sagen, Leon beginnt. Okay. Zieh mal eine. Alter vor Schönheit. Sag nicht so. Seid ihr nicht beide 20? Aber er ist ein bisschen älter noch. Ah, okay. Ja, okay, das ist schon mal eine gute Frage. Zeig uns deinen Torjubel, wenn du beim FIFA-Zocken ein Tor schießt. Mein Torjubel beim FIFA-Zocken? Er schießt bei FIFA leider auch nicht so viele Tore. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht so oft der Fall, ne? Also, ja gut, ich habe da keinen speziellen Torjubel mit dem Spieler. Ich persönlich jubel dann immer noch ein bisschen. Einfach um meine Freunde da ein bisschen zu provozieren, wenn ich mit 2 ehemaligen Kollegen gezockt habe. Aber den möchte ich jetzt nicht vormachen. Ach los, komm, einmal jetzt vor der Kamera hier, einmal wie jubelst du denn auf dem Platz, wenn du ein Tor schießt? Boah, das kommt auch nicht so häufig vor. Da habe ich auch keinen bestimmten Torjubel, das kommt dann instinktiv einfach. Meistens versuche ich da die Fans irgendwie mit einzubeziehen. Ihr seht, liebe Paderborn-Fans, er ist noch etwas zurückhaltend, aber spätestens nach seiner ersten Bude wird er dann, werden alle Dämme brechen und dann wissen alle Bescheid, so jubelt Sebastian. Gut, wir machen weiter. Kärtchen. Wer hat den besten Style, oder wie Jerome Boateng sagt, den besten Swag in der Mannschaft und warum? Also bis jetzt habe ich die meisten sehr viel in Trainingsklamotten gesehen. So viel Freizeit hatten wir noch nicht, aber ich glaube, der Bödi, Lukas Böder, ist schon ganz vorne mit dabei. Das ist schon teilweise ein bisschen abenteuerlich, was er dann anzieht. Immer so ein Hemd mit Blumenmuster und so, ja, aber der zieht sich schon ganz gut an, muss man sagen. Der italienische Stil ist vorhanden. Ja gut, sehr schön. Lukas Böder, da werden wir mal drauf ansprechen. So, nehmen wir weiter. Besitzt du einen Spitznamen? Wenn ja, wie lautet der? Ja, alle nennen mich Sebi. Leider haben wir schon einen Sebi in der Mannschaft. Daher sind wir noch ein bisschen in der Findungsphase. Momentan werde ich Vasi genannt. Und schauen wir mal, ob sich das so auch etablieren kann. Ja, schauen wir doch einfach mal. Wenn nicht, unser Stadionsprecher vergibt gerne auch Spitznamen. Frag mal den Jimmy. Also, solange nicht wieder Kupfi ist wie in Aalen, dann bin ich zufrieden. Okay, gut, wissen wir Bescheid. So, letzte Frage für den Kollegen nochmal neben dir. Fußball ist dein Leben, aber welche Sportart interessiert dich fast genauso wie Fußball? Ja. Tennis finde ich ganz interessant, muss ich sagen. Also da schaue ich auch die großen Turniere, die Grand Slams, schaue ich sehr häufig. Jetzt momentan ist ja auch wieder Wimbledon. Ab und zu schlage ich auch mal ein paar Bälle, aber mit wenig Erfolg. Aber doch, Tennis finde ich schon ganz, ganz interessante Sportart. Vermutlich wie jeder andere schon fast Federer-Fan oder gibt es ja, einen bestimmten auf jeden Fall, Spieler? Doch, doch. Nee, Federer, ja. Gut. So, schönes Schlusswort. In dem Sinne, ihr werdet jetzt gleich zum Training gehen. Von daher müssen wir jetzt auch schon wieder Schluss machen. Ich danke euch für den kurzen Einblick. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich möchte euch, liebe SC Paderborn-Fans, aber noch an eine ganz wichtige Sache erinnern. Und zwar steht das große 10-jährige Bentler-Jubiläum, Bentler-Arena-Jubiläum an. Kauft kräftig Karten, denn da geht es gegen den AS Monaco. 16 Uhr ist Anstoß am 21.07.2018. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüssi, ciao und auf Wiedersehen.